Ein Olympia-Effekt will an der Börse derzeit nicht so recht einsetzen. Zwar steht Russland aufgrund der Olympischen Spiele in Sotschi derzeit im Fokus der Weltöffentlichkeit, doch von höher, schneller, weiter ist an Moskaus Börse nichts zu bemerken. Woran das liegt, genau das möchte ich heute wissen von Dr. Marc Schott von der Vermögensverwaltung Sand und Schott hier aus Stuttgart. Herr Schott, derzeit verfolgen wir die teuersten Spiele aller Zeiten, doch auf die russische Wirtschaft scheint das nicht so recht durchzuschlagen. Weshalb eigentlich? Also zuerst muss man mal den Sportlern und auch den Russen ein richtig dickes Kompliment machen für diese tollen Spiele. Und ich kann viel von der gesteuerten Negativpresse der westlichen Welt hier nicht nachvollziehen. Andererseits sprechen wir von der russischen Wirtschaft. Diese ist geprägt von Günstlingswirtschaft, von Korruption und natürlich sehr stark auch von den Rohstoffen. Und dort läuft im Moment nichts. Ja, zu Jahresbeginn haben wir auch schon bei anderen Schwellenländern gesehen, dass diese etwas unter Druck geraten sind. Hat sich diese auch in Russland bemerkbar gemacht? Russland leidet wie alle Länder unter dem angeblichen Tapering der US-Amerikaner, wobei ich mir nicht vorstellen kann, wenn die Fed für 5 Milliarden weniger Anleihen kauft, dass das die Schwellenländer tatsächlich so runterziehen kann. Letztendlich ist der Fakt, dass Anlagen in den Industrieländern wieder attraktiv werden bei steigenden Zinsen und zum anderen offensichtlich die Anleger der Meinung sind, dass für die Risiken in die Schwellenländern die Rendite nicht stimmt. Wenn wir nochmal etwas konkreter auf Russland blicken, wie würden Sie denn für Russland die Konjunkturaussichten für das laufende Jahr bewerten? Russland ist auf dem Papier ja ein ausgesprochen gesundes Land, schauen Sie. Sie haben 6% Arbeitslosigkeit, Sie haben 1% Inflation, Sie haben lediglich 10% Staatsverschuldung. Das ist ein Zehntel der durchschnittlichen Staatsverschuldung der Europäer. Also auf dem Papier sieht das alles gut aus. Andererseits hat Russland einfach kein Wachstum. Die Bevölkerungsanzahl stagniert und Sie leiden eben unter den schwachen Rohstoffpreisen. Schauen wir nochmal auf die russische Börse. Das KGV, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis vieler Unternehmen, ist so billig wie nie. Also so billig, sagen wir, es liegt so im Bereich von 5. Sind russische Aktien entsprechend unterbewertet? Also russische Aktien sind spottbillig. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des RTS liegt bei 5,4. Das ist eben mal ein Drittel der US-amerikanischen Preise im S&P 500 zum Beispiel. Nur die Frage ist ja nicht, sind sie billig, sondern die Frage ist, sind sie auch preiswert? Und da bin ich der Meinung, solange Russland seine Probleme nicht löst mit der Korruption, mit der Misswirtschaft, solange vor allem ja auch Fracking die Industrie verändert hat bei Öl und Gas, so ist ja die USA von einem Nettoimporteur zu einem Nettoexporteur geworden, solange wird auch in Russland die Aussichten eher gemischt bleiben. Also sind die derzeitigen Kurse eher keine Einstiegskurse? Also man kann sicherlich günstiger kaufen als an vielen anderen Stellen der Welt, aber ob sich das tatsächlich in schnell steigenden Preisen auflöst, würde ich mal eher noch ein bisschen zuwarten. Ja. Dr. Marc Schott von der Vermögensverwaltung Sand und Schott aus Stuttgart, vielen Dank für das Gespräch. Danke.